Hi, ich bin Jeff Schreiner, Tierarzt für Exoten und Wildtiere und nehme euch hier auf unserem YouTube-Kanal online mit ins Haus des Meeres. Heute tauchen wir in die Welt einer außergewöhnlichen Primatenart ein und erfahren mehr über die Haltung, Fütterung und ihr Sozialverhalten. Aber es sind nicht die Mohrenmakis, die ich euch eigentlich hier im 9. Stock auf der Terrasse vorstellen möchte, sondern unsere Katas. Die Katas sind endemisch auf Madagaskar. Endemisch bedeutet, sie leben auf der Insel Madagaskar und kommen auch nur ausschließlich dort vor. Sie gehören zu den bekanntesten Lemurenarten und haben eine bemerkenswerte Erscheinung. Ihr auffälliges schwarz-weißes Fellmuster, die langen Schwänze und das auffällige Gesicht mit den schwarzen, markanten Augenringen machen sie unverwechselbar. Sie sind unglaublich charismatisch und können zugleich richtige kleine Biester sein, zumindest wenn es um die Rangordnung geht. Bei den Katas sind es nämlich die Weibchen, die das Sagen haben. Ausgewachsene Katadamen sind gegenüber den männlichen Tieren fast immer dominant. Sie setzen ihre Hierarchie durch Verfolgungsjagden, Bisse und richtige Schläge durch. Also eigentlich ziemlich brutal. Ein solches Verhalten kennen wir bei uns eigentlich gar nicht. Denn wie soll ich sagen, bei uns gibt es eine reine Männer-WG. Und die ist tiefenentspannt. Sie etablieren ihre Rangordnung mittels Stinkkämpfen, bei denen sie ihren geringelten Schwanz mit dem Sekret ihrer Armdrüsen tränken und dann in Richtung ihrer Konkurrente wedeln. Unsere vier Katas heißen Max, Schippel, Luke und Humpi. Natürlich hat jeder einen eigenen Namen, denn es hat natürlich auch jeder Einzelne eine ganz eigene Persönlichkeit und besondere Merkmale. Unterscheiden kann man sie mit etwas Übung relativ gut. Schippel ist der dickste aus der Gruppe. Zugleich hat er auch den ausgeprägtesten Schippel am Kopf. Unser Humpi hat einen Sehnendefekt und hält seine rechte Hand immer geschlossen. Zum Glück stört ihn das aber nicht weiter und er kommt in unserer Anlage bestens zurecht. Um Max zu erkennen, muss man etwas genauer hinschauen. Ihm fehlt nämlich das untere Drittel vom rechten Ohr. Und zu guter Letzt kommt Luke. Er hat nicht wirklich ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal, hält sich aber allgemein im Vergleich zu den anderen drei etwas zurück. Der Schüchterne also. Unsere vier Katas leben im Haus des Meeres gemeinsam mit zwei Mohrenmakis und natürlich unseren Aldabra-Riesenschildkröten zusammen. Über zwei Stockwerke verteilt haben sie dort ein geräumiges Gehege mit vielen Klettermöglichkeiten, Plattformen und dem Zugang zu dieser Sonnenterrasse. Unsere Katas erhalten eine ausgewogene Ernährung, die aus frischem Obst und Gemüse, speziellen Pellets, aber auch Nahrungsergänzungsmitteln besteht. Zweimal jährlich gibt es dann noch einen kompletten Gesundheitscheck, bei dem ich mich gerne mal unbeliebt mache. Zwischendurch muss ich unsere Lemuren dann immer wieder besuchen und mit einem Stück Apfel bestechen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, besucht uns gerne mal im Haus des Meeres und erlebt diese wundervollen Kreaturen selbst. Ihr könnt euch dazu eine exklusive Katterbegegnung buchen und unsere vier Jungs selbst hautnah erleben. Und das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt oder uns schon mal besucht habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ansonsten aktiviert euch die Glocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und an dieser Stelle danke für euren Support und bis hoffentlich bald. Schwarz-weißes Fellmusterung. Ihre Hey, hör auf. Wissenschaftlich auch als Lemur-Katta bezeichnet. Das ist kein Katta, das ist ein Mohrenmaki. Ursula, lässt du mich bitte das Video drehen? Ah, schrecklich. Du bist schrecklich. Nein, geh weg.